Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich befinde mich im Büro und habe nämlich hier ein Päckchen hinbekommen. Ein Päckchen hinbekommen. Ich wandere jetzt eben gerade mal. Ich habe das gerade hier ins Büro geschliffen. Denn es ist ein bisschen, naja, was heißt ein bisschen schwerer, aber es handelt sich dabei um dieses Paket hier. Gut, kann man jetzt natürlich noch überhaupt gar nichts erkennen. Aber das Paket ist von Monstertech. Und an dieser Stelle liebe Grüße an den Harry von Monstertech für die nette Zusammenarbeit. Denn Monstertech hat mir entsprechend ein Paket zusammengeschnürt, um mein Setup ein bisschen besser zu organisieren. Und was ich mit ein bisschen besser organisieren meine, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. So, wundert euch nicht, wenn der Ton jetzt ein bisschen anders klingt. Ich habe mir jetzt mal hier ein Ansteckmikrofon dran gestöpselt, weil ich doch immer mal die Kamera drehe und ich aber möchte, dass der Ton irgendwie ein bisschen gleich bleibt. Ihr wisst schon. Also, folgende Ausgangssituation. Ich habe hier einen Schubhebel vom Joystick, den ich gern fürs Handgas verwenden möchte. Ich habe hier einen Shifter. Da drin ist noch ein anderer Shifter. Ich habe ja den TH8A von Trustmaster und den Logitech Drive Force Shifter für die Gruppen. Und ich habe ein Stream Deck, das kennt ihr ja auch alle, sowie ein Tablet. Die Tablet-Halterung ist aktuell hier. Und das Ganze muss ich immer wieder entsprechend hier an die Tischplatte an- und abbauen, was aktuell das Problem hat, dass dieser Shifter, da ist hier hinten auch so ein bisschen die Befestigung ausgenudelt. Ich habe eine recht dünne Tischplatte. Ich muss das hier mal an- und abbauen. Das Stream Deck ziehe ich mir dann immer so ein bisschen hierher, weil ich hier ein bisschen agieren muss zwischen dem Go XLR und dem Stream Deck. Und alles ist irgendwie nicht ganz so optimal. Jetzt gab es entsprechend zwei Optionen. Option 1, ich kann mir das an den Stuhl hier anbauen. Dann hätte ich das links und rechts. Dachte mir aber, da ich hier ja auch arbeite, ist das vielleicht nicht ganz so sinnvoll. By the way, entschuldigt bitte aktuell das Chaos. Ich bin mitten im Arbeiten. Ich habe hier einen Patienten von einer Kollegin, der anscheinend ein RAM-Problem hat. Weshalb ich jetzt hier entsprechend gerade einen Memory-Test durchlaufen lasse. Naja, und währenddessen dachte ich mir, nehme ich mal entsprechend das Video auf. Deshalb sieht es ja auch ein bisschen chaotisch aus. Aber hey, so ist es nun manchmal. Ich würde sagen, wir packen das Päckchen jetzt mal aus. Genau, nee, anders. Option 2. Ich baue mir das Ganze hier und hier per Halterung dran, dass ich die Gerätschaften wie eben den Shifter und den Schubhebel fest installiere und dann nur die ganzen Segmente abmachen kann. Eben aus dem Grund, weil ich hier auch noch arbeite. Die Konsole, die Seitenkonsole stört mich dabei nicht. Das ist dann mein Arbeitsbereich, wenn ich eben keine Videos oder sowas mache, sondern eben normal arbeite. Ja, und dafür hat mir Monstertech dann entsprechend eine Lösung vorgeschlagen. Gemeinsam mit dem Harry habe ich da ein bisschen kommuniziert. Und das werden wir uns jetzt eben einfach mal anschauen. So, jetzt muss ich allerdings auch mal gucken, wie ich das mache, denn ich bin jetzt hier einarmig unterwegs, um euch da entsprechend mitzunehmen. Ihr seht, ne, ich habe da jetzt noch nicht reingeguckt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt alles drin ist. Also eigentlich, also ich weiß ja, was alles drin ist, aber ja, so richtig eine Vorstellung davon habe ich entsprechend nicht. Also, das sieht schon mal ziemlich geil aus. Also was mir natürlich sofort gefällt, es ist alles geil verpackt. Das ist ein Ding, mit sowas holt man mich ab. Wenn man so ordentliche, schöne Verpackung, das ist immer dieses Gefühl, wenn du das dann auspackst, ich mag das. Das ist wie bei Apple-Produkten oder so. Dieses, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, also ich, Shifter Mounting Plate. Wir werden das Ganze jetzt mal, ich werde das erstmal schnell auspacken und dann hier irgendwo aufbauen. Mal wieder ein bisschen off-topic. In der Zwischenzeit habe ich im Übrigen einen Bösewicht erwischt. Da liegt er. Markiert ist er auch schon. Unter dem RAM-Riegel hat der Rechner überhaupt gar nicht gestartet. Ist gestartet? Naja, hat sich im BIOS aufgegangen. Egal, weiter am Thema. So, jetzt habe ich hier alles mal ausgepackt. Da sind die ganzen Mounts. Fokus, Fokus, Fokus. Hier haben wir die Shifter Mount Plate. Hier haben wir Table Mount. Hier haben wir Shifter Mounting Plate. Ich habe die beiden Shifter, hatte ich ja gerade gezeigt.
Mounting Plate für den Schubhebel. Table Mount für MFD, das ist hier wiederum die Halterung für das Stream Deck. Wir haben hier sogar, das ist einfach nur geil, so einen Reinigungsstein, womit man auf eloxierten Aluminium, oh, Wecker, ja, sorry, RAM-Test ist durch, womit man auf eloxiertem Aluminium reinigen kann. Ziemlich geil. Hier weiß ich gar nicht, was drin ist, und hier auch eine schöne Aufmachung, hat man entsprechend die ja, hier ist noch ein Warnhinweis, aber die eigentlichen Halterungen, also was man halt schon sagen muss, ist, dass es in Summe einfach eine echt gute Produktaufmachung schon allein in den Verpackungen ist. Das macht es halt einfach schon aus. Hier haben wir noch einen Headset-Holder. Krass, okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass das mit dabei ist. Dankeschön dafür. Ja, ich werde dann jetzt das Stück für Stück mal ausbauen. Auspacken, und dann werden wir das Ganze natürlich an den Tisch bauen. Dazu hier natürlich immer Tasse Tee, Kanne Tee. Ihr wisst, ich trinke wenig. Ja, und dann natürlich auch, wie soll das anders sein aus der Giants Tasse? Denn dann schmeckt der Tee doch gleich viel besser. Ich bin gerade dabei, den Schubhebel mit der entsprechend mitgelieferten Platte zu verbinden. Das ist eigentlich auch ganz easy. Es gibt hier auf der Platte vorgebohrte Löcher. Ich weiß nicht, kann man hier durchgucken? Ja, man kann hier durchgucken. Ich muss das noch so ein bisschen ausrichten. Und dann die Schraube hier durch. Dann gibt es hier eine kleine Unterlegscheibe und eine kleine Mutter. Dann wird das Ganze verschraubt, und dann kann das Ganze mit der Halterung hier verbunden werden. Ja, und genau das werde ich jetzt nochmal tun. Also Anleitung habe ich hier dabei. Ich habe auch nochmal mit Harry geschrieben, weil ich habe ja die Erweiterung für die Shifter. Da hat er mir auch noch direkt die Anleitung dafür geschickt. Also Support ist bisher tadellos. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich mache mal weiter und ich zeige euch dann das fertige Ergebnis. Und das, meine Freunde, ist das fertige Ergebnis. Das ist jetzt hier so dran. Ich sitze hier so, ne, hier ist der Stuhl, habe meinen Arm hier so bequem und kann entsprechend meinen Schubhebel bedienen für das Handgas, ne? Freunde, wenn ihr jetzt Bock habt, auch ein paar Parts von MonsterTech abzuchecken, dann geht einfach auf monster.tech, guckt euch mal so ein bisschen ein paar Sachen an, die euch vielleicht interessieren. Es gibt so viel Mauserweiterung, es gibt Stuhlbefestigung. Es gibt Tischhalterungen, so wie ich das jetzt hier im Video entsprechend auch zeige, und so weiter und so fort. Und dazu entsprechend auch immer Bilder, dass ihr euch vorstellen könnt, wie genau das dann im Endeffekt aussieht. Es gibt einen FAQ-Bereich, es gibt vor allem eine Aufbau- und Bedienungsanleitung. Also das ist einfach tipptopp. Wenn ihr was habt, was euch interessiert, packt es in den Warenkorb. Und wenn ihr im Warenkorb angekommen seid, dann checkt einfach mal den Gutscheincode AGRARPLAY aus, Gutscheincode anwenden, und zieht euch die 5% Rabatt auf meinen Nacken. Weiter geht's im Video. Ich mache das jetzt auf die linke Seite, denn auf der rechten Seite, ihr wisst ja, hier ist kein Platz, hier kommen die Shifter ran, hier ist die Seitenkonsole. Insofern ist das hier, und das ist halt mega geil. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht weghaue. Ich löse hier hinten einfach meine Klammer. Dann kann ich das nach links und rechts verschieben oder eben ganz einfach abnehmen und beiseite packen, wenn ich es nicht benötige. Das ist eine 10 von 10. So, absolut richtig, richtig geil. Dann werde ich mich jetzt weiter an den Shifter machen. Okay, bei mir ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen auch auf dem Schreibtisch das Chaos ausgebrochen. Aber ich habe jetzt noch die Platte hier installiert, wo das Stream Deck mit rein kann, also die Stream Deck Halterung. Das Ganze kann auch eine Tablet-Halterung sein. Für mich ist es jetzt das Stream Deck. Es ist wunderbar. Ich kann hier meinen Hebel bedienen. Im Stream kann ich aber auch dann schnell auf das Stream Deck zugreifen, anstatt irgendwo hier hintergreifen zu müssen. Also das ist, wenn ihr Streamer seid oder generell auf dem Stream Deck, wenn ihr das nutzt, um irgendwelche Belegungen zu machen, lohnt sich das. Das ist eine Erweiterung, die kostet 20 Euro, glaube ich. Ne? Die Halterung dazu, glaube ich, entsprechend auch. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Müsst ihr nochmal nachschauen, wenn ihr mögt.
Macht in meinem Fall aber megamäßig Sinn. Es ist jetzt mittlerweile 15.37 Uhr. Ich muss zwischendurch noch ein bisschen was arbeiten. Und wir haben entsprechend aktuell Donnerstag, was wiederum bedeutet, dass ich heute Stream habe. Also ich muss jetzt mal noch schnell was essen gehen, beziehungsweise mir was zu essen machen heute tatsächlich. Und dann werde ich, glaube ich, am morgigen Tag weitermachen und das zu Ende führen, denke ich mal. Weil ich will es nicht im Stream machen, mir das so ein bisschen... Ja, als Video im Prinzip bringen. Ja, okay, Freunde. Weiter geht's dann entsprechend morgen. Also für euch gleich. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Mir ist gestern ein bisschen die Nacht bzw. der Abend über den Hals gestiegen. Naja, auf jeden Fall ist mir die Zeit ausgegangen. Aber ich habe ja, wie ich euch das schon gezeigt hatte, die Halterung mit dem Stream Deck fertig bekommen und konnte das Ganze im Livestream 6 Stunden mal austesten und muss wirklich sagen, das ist ultra komfortabel. Allein schon, dass das Stream Deck hier ist und eben nicht mehr da hinten, sodass ich den Arm strecken muss, das ist schon ein Game Changer. Also summa summarum, das schon mal sehr schön. Anders als das Chaos hier auf meinem Schreibtisch, das weniger schön ist. Das wird sich jetzt aber ändern, weil ich jetzt entsprechend in den zweiten Teil übergehe und die Shifter zusammenbaue. Denn das ist überwiegender Kram für die Shifter. Die liegen entsprechend nämlich hier am Boden rum. Da ist einer, der andere ist dort. Und wenn wir das alles gemacht haben, muss ich mir noch einen Gedankengang über die Kabelsituation machen. Das eine geht entsprechend hier runter und hier rein. Dort hinten ist ein USB-Hub in dem Bereich, sodass ich dann versuchen werde, das Ganze schön sauber da unten hinten lang zu ziehen. Vielleicht setze ich den USB-Hub auch nochmal um, aber ich brauche das eben, weil gerade beim Lenkrad, ne, das ist normal am Setup, dann mache ich das ab und hier runter und schiebe das mal nach hinten. Wenn ich arbeite, dann brauche ich das Lenkrad einfach nicht. Das heißt, es werden immer irgendwo irgendwelche Kabel rumfliegen. Das lässt sich nicht vermeiden. Hat jetzt aber mit den Sachen von MonsterTech weniger zu tun. Ich mache mich frisch ans Werk. So, Freunde, der Shifter ist jetzt entsprechend auf die Shifterplatte aufgeschraubt. Ich habe die alte Schraubzwinge dafür abgemacht und es ist so krass, wie ich es irgendwie geschafft habe. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera irgendwie erkennen, wie ich es irgendwie geschafft habe, das Gewinde einfach rauszudrehen. Auf jeden Fall weg damit. Das Ganze ist jetzt hier angeschraubt und installiert. Das ist schön fest. Super coole Angelegenheit. In der Folge des Videos habe ich das auch falsch dran gehabt. Und dabei hat mir dann aber der gute Harry noch einen Hinweis gegeben, wie das verschraubt werden muss. Und das ist jetzt auch alles so, wie es entsprechen soll. Tippi toppi. Ja, weiter geht's im Text. Okay, nach einer weiteren Weile basteln, nicht weil es so kompliziert ist, sondern weil ich umdisponieren musste, bin ich nun fertig. Ursprünglich war angedacht, den Gruppenshifter hier ebenfalls hinzupacken. Das Problem ist aber, dass die Seitenkonsole zu nah dran ist, weil wir auch die noch haben. Die werden wir allerdings, denke ich mal, canceln, wenn wir die Seitenkonsole LV3 haben, die dann hier auch noch eine Tablet-Halterung hat, womit ich dann die ganzen Funktionen auch aufs Tablet legen kann, weil die andere Seitenkonsole dann 2 Joysticks hat. Werkzeug. Das bedeutet, der andere Shifter ist hier rüber gewandert und ich switch hier mal rum. Das ist für mich allerdings auch kein Problem. Denn das hatte ich vorher auch schon, eben weil hier auf dieser Seite kein Platz ist. Der ist mit hier drüben, der ist erreichbar. Ich habe damit kein Problem, hier auf der linken Seite entsprechend die Gruppen zu schalten und das Handgas zu geben. Stream Deck habe ich auch im Betrieb und ich rutsche mal richtig schön nah ran bei mir und hier eben den Shifter. Es ist summa summarum wirklich, wirklich sehr geil. Das einzige Ding sind eben die ganzen Kabel, aber wenn du halt 1500 verschiedene Eingabegeräte hast und die halt auch dran lässt, beziehungsweise nicht dran lässt, sondern immer wieder abmachst, dann ist das mit den Kabeln so. Wären diese Installationen fest hier dran, könnte man das ordentlich hinten verlegen. Aber ich arbeite ja auch noch an dem Platz. Ich kann so zwischen den beiden Teilen nicht komplett bis zum Tisch ranrücken. Aber für mich ist es eine mega geile Lösung, viel besser als vorher. Denn ich habe hier komplett den Bereich frei für die Maus. Ich habe hier meine Stream-Kontrolle, ich gehe hier ein Stück vor, die Audio-Kontrolle. Ich habe jetzt alles um mich drumherum und das ist einfach mega geil.
Also summa summarum geht nochmal ein fettes Dankeschön an Monstertech und vor allem an den Harry von Monstertech, der mich die ganze Zeit auch schön begleitet hat. Ich bin wirklich mit dem Setup sehr, sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich. Ich glaube, das wird richtig geil. Vielleicht optimieren wir hin und wieder mal ein paar Dinge. Das bleibt halt entsprechend nicht aus. Aber das ist schon mal ein mega geiler Anfang, beziehungsweise nicht nur ein mega geiler Anfang, sondern du kannst damit definitiv richtig geil spielen. Und es ist definitiv eine Bereicherung für mein Setup. Also vielen lieben Dank an Monstertech und eben wie gesagt vielen lieben Dank eben speziell an dich, Harry. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr Interesse habt, ihr könnt, wie ich das bereits gezeigt habe, das Ganze mit dem Code AGRABLE auch noch 5% rabattiert bekommen. Geht einfach mal durch den Shop, schaut es euch an. Die Links entsprechend findet ihr hier in der Videobeschreibung. 5% mitnehmen, haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.